leckere Tom Kagai, einer der Klassiker aus unserem Thai-Kitchen-Kurs. Ich bin der Rami aus der La Cucina. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses Rezept funktioniert, schaut euch dieses Video an. Fast 80% unserer Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Deshalb abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Dafür benötigen wir folgende Zutaten. Wir haben hier einmal eine Hühnerbrühe, ein bisschen Kokosmilch, zwei Zitronen, Limetten, ein paar Champignons, Chili, fein gehackten Ingwer, eine Handvoll Limettenblätter, den Zitronengras dürfen wir natürlich nicht vergessen, ein paar Zuckerschoten noch mit als Einlage und ein bisschen Zucker. Zu Beginn nehmen wir unseren fein gehackten Ingwer und geben den erstmal in unsere Wokpfanne und braten den leicht mit an. Dann nehmen wir uns das Zitronengras und schneiden das auch einfach grob mit runter. Und den schmeißen wir auch so komplett mit in den Wok. Wir braten das Ganze zusammen einmal ein bisschen an, nicht zu heiß, einfach nur, dass die Öle sich schon mal ein bisschen anfangen auszutreten. Dann nehmen wir als nächstes unsere Zitronen. Und da zeige ich euch jetzt einen Trick, den findet ihr in keinem Kochbuch, den werdet ihr auch bei sonst keinem Koch irgendwo finden. Das ist ein kleiner Geheimtrick von mir, wie ihr nochmal eine schöne Zitronennote mit in die Suppe bekommt. Wir halbieren uns die Zitronen, dippen die einmal im Zucker und geben die mit der Schnittfläche direkt in den Topf rein. Und das braten wir alles zusammen an. Während unsere Ingwer-Zitronengras-Masse da anbrät, schneiden wir schon mal unsere Pilze klein und geben die auch direkt mit uns in den Wok. Jetzt haben wir hier schon ein richtig schönes Zitronenaroma. Da kommen jetzt zum Schluss noch unsere Handvoll Limettenblätter mit rein, die ziehen wir einmal ganz schnell mit durch, halbieren unsere Chili. Wirklich nur halbieren, nicht kleinschneiden, die kann man sich je nach Schärfegrad, wie man es möchte, später wieder rausholen. Und dann löschen wir das Ganze direkt mit unserer Hühnerbrühe ab. Kokosmilch mit dazu und lassen das Ganze mal köcheln. Nachdem das Ganze 4-5 Minuten geköchelt hat, müssen wir uns die halben Zitronen wieder rausholen, weil die würden uns am Schluss nur einen bitteren Geschmack mit reingeben. Und das wollen wir nicht. Die haben jetzt ihren Soll getan. Einmal noch so ein bisschen mit dem Kochlöffel auspressen. Und dann einfach aus dem Wok holen. Jetzt können wir das Ganze einmal mit ein bisschen Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Limettensaft einfach so direkt mit reinpressen. So, dann ganz zum Schluss noch unsere Zuckerschoten klein schneiden, die mit reingeben und unsere Suppe ist fertig. Unsere Suppe ist so gut wie fertig, abgeschmeckt, lecker. Wir geben jetzt ganz zum Schluss unsere Zuckerschoten mit rein, dass die einfach nochmal eine Minute mit durchziehen können, ein bisschen gar werden. Und wir am Schluss immer noch knackige Zuckerschoten in unserer Suppe haben können. Andreas, schön, dass du da bist. Würdest du mir einen Gefallen tun und mal heute meine Tom Kagai probieren? Ami, was ist denn das Besondere an dieser Suppe?
an dieser Suppe. Es ist eine Hühnersuppe, sage ich jetzt mal, mit Kokosmilch verfeinert und ganz viel Limettenaromen. Jetzt Limettenblätter, Zitronengras, Zitronen, Limetten. Es gibt eine sehr, sehr frische und leichte Suppe. Also keine Bindung, nichts reingemacht. Nein, das ist klassisch thailändisch, da wird nicht abgebunden. Sehr schön, Rami. Ich bin stolz auf dich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, basht den Button für ein Abo, folgt uns auf Instagram und Facebook und bis nächstes Mal. Tschüss.